geburtskrank. Sie sagt, es riecht nach Urin. Die Männer pinkeln da hin und den Krampf da in ihrem Schoß, den wird's nicht mehr los. Sie rennt jeden Tag zehnmal ins Bad, reibt sie ab, bis sie fast keine Haut mehr hat. Sie sagt, es ist immer noch rot, wo es angegriffen hat. So will überhaupt niemand sehen, nur unsere Schwester darf zu ihr gehen. Und die Mama seufzt vor der Tür, das Kind redet doch mit mir. Rät sie davor der Entgut, wann er den Kerl erwischt, der weiß nicht, was er tut. Dann holt er sich noch ein Bier und schaut nur mehr still. Keiner weiß, was wirklich war, der Doktor sagt nur, es ist der Gefahr. Er kritzelt halt was auf sein Block, es war nur ein Schock. Sie geht nicht.